In unserer Arbeit werden wir eigentlich immer wieder mit dem Gedanken konfrontiert, dass No-Poo die Haare nicht sauber machen kann. Also wenn ich jetzt die neue Art der Körperpflege beginne und meine Haare nur noch bürste, oder viele wissen ja oft gar nicht, wie geht No-Poo eigentlich richtig, dann stellt sich immer so die Frage, so, ja, werden meine Haare überhaupt sauber damit? Und dazu kann ich einfach nur sagen, dass das Haarebürsten eine mechanische Reinigung ist. Das heißt, wenn du deine Haare beginnst zu bürsten und deine Kopfhaut beginnst zu bürsten, dann reinigst du deine Haare auf mechanische Art und Weise. Und für uns ist es zum Beispiel viel, viel mehr Reinlichkeit und viel mehr Sauberkeit, als sich chemische Produkte auf den Kopf zu klatschen und so zu versuchen, seine Haare sauber zu machen, weil da steht einfach für mich immer die Frage im Raum, was ist ekliger? Ist es wirklich der Umgang mit seinen natürlichen Körpersekreten, wie jetzt zum Beispiel das Haarsebum, das wir ja nutzen, um die Haare zu pflegen? Oder ist es vielleicht ekliger, eigentlich chemisch hergestellte Produkte zu benutzen, um seinen Körper vermeintlich sauber zu machen? Und die Liste ist lang bei den ganzen Vorurteilen in Bezug auf No-Poo. Es geht ja dann weiter mit dem, ja, du stinkst halt, wenn du No-Poo machst, die Haare stinken. Was überhaupt nicht der Fall ist, wenn du deine Haare regelmäßig bürstest und wenn du deine Haare regelmäßig auch mit Wasser reinigst und spülst, dann entsteht einfach ein ganz natürlicher Körpergeruch. Und das Einzige, was halt ist, ist, dass wir das nicht mehr gewohnt sind. Wir kennen einfach nur noch unseren Körper und unsere Haare voll mit Duftstoffen, was ist in Shampoos oft drinnen, irgendwie Vanille oder Kokos oder irgendwie was auch immer dir ja angenehm vorkommt, und die Natürlichkeit, den natürlichen Körpergeruch kennen wir oft einfach gar nicht mehr. Dann ist es auch oft so, dass man sich denkt so, oh Gott, okay, no poo, dann renne ich erstmal irgendwie wochenlang mit einem fettigen Ansatz durch die Gegend, und auch das muss nicht sein. Du kannst lernen, einfach mit deinem Haar und mit dem, was deine Kopfhaut produziert, also mit dem Haarsebum, auf neue Art und Weise umzugehen. Du kannst lernen, wie kann ich vielleicht das Haarsebum nutzen. Erstmal für die Haarpflege, dass ich einfach dem Haar richtig viele gute Feuchtigkeitspflege gebe. Und du kannst das Haarsebum auch als Styling-Alternative nutzen, wenn du weißt, wie, und wenn du die richtigen Handgriffe dafür kennst. Und vor allen Dingen auch, wenn du beginnst, neu über das Ganze nachzudenken. Also wenn du auch einfach dein Mindset dazu veränderst und wenn du deinen Körper besser kennenlernst. Also ich kann total gut verstehen, dass da erstmal Ängste aufkommen, und ich glaube, das ist auch ganz normal. Aber umso länger du dich mit dem Thema auseinandersetzt und es vielleicht wirklich auch selber mal ausprobierst, wirst du merken, dass No-Poo einfach nur Vorteile mit sich bringt. Also probier es aus, und falls du mehr darüber wissen möchtest, besuch uns gern auf unserer Homepage www.haarweisheiten.de.